Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Live in the Woods. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir hatten das letzte Mal eine Mine gefunden und diese werde ich jetzt dann auch nochmal weiter erkunden. Ich habe mir nur mal schnell ein bisschen was zu futtern mitgebracht. So, und einen Stack würde ich ganz gerne mitnehmen. So, 16 Stück passt. Ich habe mir nochmal eine Eisenspitzhacke zur Sicherheit gebastelt. Noch ein paar Stone-Spitzhacken, Stone-Sword. Machen wir noch aus Eisen. Komm. Was soll das Geiz hier? Nee, ich, oh, ja, tschüss. Ich muss mir jetzt auch mal dringend ein Eisenschwert machen, damit ich hier ein bisschen mehr Schaden bei den hässlichen Party-People da unten erledigen kann. So, wir hatten nämlich noch ein bisschen Eisen. Ist jetzt nicht mehr so extraordinary viel, aber es geht schon. Ja, heute habe ich wieder eine Deutsch-Englisch-Mischproke drauf. Das ist ja der unbelievable. So, 4 Eisenerz. Aber wir haben hier unten einiges gefunden. Ja, Rüstung könnte ich mir auch mal so langsam machen. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöde, aber erstmal nicht. Dafür sehen mir die Ressourcen noch etwas zu dünn aus. Jo, auf wieder mit Pech. Schauen dich gut. Alles ist schön. Gudi. Schwert an Mann. Und los geht's. Hinten können wir gleich nochmal ausleuchten. So und so. Na, willst du es einweihen, mein neues Schwert? Doch nicht? Komm schon, entschuldige mich nicht. Tut mir einmal kurz weh. Es tut lange weh. Oh ja, creepy. Komm, geh hoch. Okay. Hast du irgendwas Schönes freigelegt für uns? Ach, meine Nase. Ich hasse sie gerade wieder. Ach ja, beste Heuschnupfenzeit. Eisen. Darf sehr gerne in mein Inventar wandern und das Tageslicht erblicken. So, es ist jetzt zwar nicht mehr die Mine. Ich weiß. Aber vielleicht ist mir das Glück hier mit ein bisschen Redstone hold. Und nö, jetzt wie groß wird denn das Ding schon? Ist doch hässlich, ist doch das. Redstone! Menno! Wir sind hier unten ja eigentlich nur... Halt dieses Gold. Wir sind hier unten ja eigentlich nur, damit wir den Atlas bauen können. Da brauche ich einen ranzigen Redstone-Bubble. Denkst du, den kriegst du irgendwo her? Nö. Arsch, kriegst du gar nichts. Blöd schauen kannst du, mehr kriegst du nicht. So, geht das mal langsam kaputt. Eine hochausdauernde Spitzhacke. Okay, Freunde, jetzt zeigt mir hier doch mal unten, was ihr hier so Schönes habt. Eine Ledermaus. Und Wasser und Eisen. Und Creepy! Hallo Creepy! Juhu. Mach doch mal bumm! Creepy! Dieses blöde Nachtzwischen, wenn sie sterben, das hasse ich. So. Es ist doch nicht wahr, Leute. Und kein einziges rotes Glitzern in der Wand. Ja, du machst es auch nicht besser. Lapis? Lapis können wir auch mitnehmen. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. So. Wir gehen tiefer und tiefer. In der Hoffnung, dass der Berg die Schätze preisgibt. So, einmal... Lapiz, Lapiz, Lapiz. Oh, schön, endlich wieder Eisen. Das ist schon mal auch sehr viel wert. Scheiße. Ich meine, oh, schön. Auch hier unten, ja, warm hier.
So. Gut ist das. Auch nochmal mit. So, Eisen nehme ich jetzt nochmal nicht. Geschmack Salz nehme ich jetzt mal nicht so viel mit. Werden wir noch brauchen, aber primarily not. Ja, mit dem Eisennickel ist das doch deutlich schneller. Weiß nicht, ob ich die Steinspitzhacken noch überhaupt behalte, weil jetzt sind wir eigentlich eisenmäßig so weit ausgerüstet, dass ich mir es eigentlich auch erlauben kann, hier mit Eisen durchzuziehen. So. Hallo, Spinni! So. Alter! Seid doch alle Arschis! Hey, cool! Eine Schallplatte! Und noch eine. Alter! Beherrsch dich mal da hinten! Mann! Geh mal zum Arzt, ey, der irgendwas gegen deine Aggressionen gibt. So ein lecker baldigeren Drops oder sowas. Zäpfchen hält bei dir ja nicht mehr. Ja. Ja. Hab nichts gesagt. Nein. So. Dann bauen wir mal hier in der tiefen Schwärze weiter die Materialien ab. Naja, ich glaube, das mit dem Steinwerkzeug wird mir jetzt echt zu blöde. Wir werden jetzt eher dann auf Eisen gehen. Mittlerweile haben wir jetzt genug gefunden. Da kann ich mir ab und zu mal die drei schon leisten. So, das heißt, ich haue jetzt mal die beiden Sachen hier raus. Das da kommt auf die Sache davor. Schön. Würde es da oben nicht eigentlich eher tendenziell zurückgehen? Ja, da würde es zurückgehen. Das heißt, hier kommt die Fackel dahin. Ah, hier sind wir. Okay, verstanden. Du. Ist genau gehört. Irgendwo. Was ist das? Peridot. Ich habe einen Peridot. Oho. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Es ist aber grün und es glitzert, also nehme ich es mit. Alles, was glitzert, wird mitgenommen. Ist bestimmt toll. Kann ich wahrscheinlich ein Imberschwert basteln. Die Sonne können wir noch verhältnismäßig neu vor. Obwohl da eigentlich schon Licht ist. Ist immer das Fiese, wenn die Höhle gar so zerklüftet ist, mit so vielen kleinen Tunnelchen, dann musst du immer ein bisschen aufpassen, wo du die Sachen wegknusperst, weil... Sonst kann es mal gerne passieren, dass man sich selbst den Boden und den Füßen wegzimmert und dann irgendwo in der Lava landet. So, ist hier noch Redstone bei dir versteckt? Ja! Ja! Hurra! Schön! Oh ja, komm in mein Inventar, heißgeliebte Redstone. Lass mich deine rote Liebe spüren. Ich sollte mal aufhören damit. Ja, Weg zurück. Ich möchte ja nämlich eigentlich nur... Ursprünglich wollte ich ein bisschen Eisen haben und... Das habe ich. Dann wollte ich Redstone haben. Das habe ich. Wir haben also alles, was wir brauchen, was wir wollen und noch viel mehr. Und gehen jetzt dann zurück. Obwohl, ich könnte vielleicht noch ein Stäckchen gar voll machen. Wir haben jetzt... 40. Noch ein bisschen was über 20. Kriegen wir das zusammen? Ich denke schon. Mit Eisenpickaxe ist es ja auch zügig gemacht. Dann ist hier dieser Ausflug nicht gar so lang. So. Dann ziehen wir mal das Eisenerz da runter. 49 haben wir schon. Die letzten sind doch auch gleich gefunden. So, Kohle habe ich noch. Würde ich normalerweise mitnehmen, aber ich will hier jetzt wieder raus. Ach, das war Gold. Okay. Darf natürlich gerne auch mit. Da bin ich nicht so. Nee, Gold darf auch mit. Ich weiß, manche sehen das anders. Die würden sagen, nee, du nicht. Aber doch, ich nehme Gold auch mit. Ich mag jedes Erz. Every ore welcome. So. Dann. Hier mal wieder zurückgeplanscht. Immer diese Suizidmäusle, ne? Also das interessiert mich jetzt schon da oben.
Cäsar, du wirst zum Sterben, Alter. Ja, ich weiß. Lass mich. Will auch mal. Nicht immer nur ihr. Wahrscheinlich gerade noch die Fledermaus auslachen, dass sie in den Lavastrom reinhüpft und dann mache ich jetzt genau das gleiche wahrscheinlich. Aber ich werde versuchen, es vorsichtig anzugehen. Bumm. So. Hallo, Lavafluss. Tschüss. War schön. Aber deine Zeit ist gekommen. Ach, jetzt sind wir in der Spalte hier. Müsste auch irgendwo die Mine sein und... Hey, was ist das da hinten? Ist das die Spalte, wo ich mich mal runtergeknuspert habe? Müsste ja eigentlich sein, oder? So wie es da hinten ausschaut. Ja, das ist die gleiche. So verbindet sich das also alles. Aha, aha. Schön. Wieder was gefunden und gelernt und wir wissen mehr, wie die Map hier so tickt. Okay, wir haben jetzt 53. Wir werden jetzt noch das Eisen, was sich so auf dem Rückweg befindet, in die Tasche buxieren, aber jetzt nicht mehr spontan so richtig auf Eisenjagd gehen. Gibt's jetzt Wichtigeres? So, versteckt sich da noch was? Ja, da hinten noch. Da noch irgendwo was? Hier nicht so. Okay, Kühlchen lassen wir. Na, ist nichts mehr in der Decke versteckt. Den Weißen ist es sehr schön zu erkennen, es gefällt mir. Also Minen dürfen gerne in weißen Stein, in Marmor gehauen worden sein. Habe ich gar kein Problem damit, fände ich schön. So, da könnten wir jetzt eigentlich einen ganz schnellen Weg nach oben machen. So, indem wir hier in die Mitte setzen und hier da hinsetzen. So, die Pilzchen dürfen gerne auch mit. So. Da ist noch ein bisschen Eisen, aber bei solchen Minen immer erst nach hinten gucken, nicht, dass sich irgendwo ein Viech versteckt und euch dann voll Tatendrang zeigt, dass man hier auch sterben kann. So, noch ein bisschen Gold. Sehr, sehr gerne gesehen. 12 Minuten, wir haben gut was gefunden. Das ist doch mal ein vergnügliches Ereignis. Ist es Lava oder ist es Redstone? Das ist Lava. Lava, die auf einem Holzbalken schwimmt. Genau. Das ist eine sehr pazifistisch eingestellte Lava. Die macht nicht mal Holz kaputt. Nee, nee, das wird sie gar nicht einsehen. Da denkt sie, sie kriegt ganz negative Flows. So. Und ich hole mir jetzt noch hier ein bisschen positiven Flow aus dem Boden raus. Zack. Haben wir jetzt die... eigentlich noch 4 Stück, aber komm, pfeif drauf. Oder da vielleicht noch zufällig so, hier, gib mir noch 4 Stück, gib mir... Nö, noch nicht. Bin ich auch jetzt nicht böse drum. Ist nicht so schlimm. Oh, Gold. Gold nehme ich mit. Haben wir eine ganz schöne Menge Gold. Das ist nicht normalerweise ein bisschen seltener. Dafür kein einziger Diamant. Das ist ein bisschen traurig. Oh, nein, vorsichtig. Moment, da müsste es eigentlich noch... Alter Finne. Ja, das war... Blutdruck anregend. Warum kloppe ich auch Sachen oben weg, wenn oben drüber schon diese komischen Tröpfchen rauskommen, ey? Manchmal denke ich mir auch, Cäsar, was machst du da eigentlich? Naja. Und nein, ich bringe nicht den Satz YOLO, beziehungsweise den Ausspruch. Heißt nämlich eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man nämlich nur einmal lebt, dann muss man eigentlich vorsichtig mit seinem Leben sein, um es nicht zu verscheuern. Man hat da kein Safe Game mehr. So, wo geht es jetzt hier eigentlich nochmal raus? Da doch eigentlich, oder? Ja, da geht's nach rechts. Bitte, Fackel. Dülüt, dülüt. Schön ist das. So, da wäre der Ausgang. Gucken wir jetzt nochmal hier. Ja, guck mal, da ist noch ein bisschen Eisen. Dann kriegen wir unser zweites Vorhaben nämlich auch noch voll. Unter Umständen. Den Stack Eisen gar zu vollenden. So, habe ich hier ein bisschen Eisen übrig gelassen? Nee, nur Kohle, ne? Eisen habe ich eigentlich immer rausgeklüppelt. Ich habe jetzt bloß keine Fackeln mehr, darum muss ich mich hier ein bisschen auf bekannten Pfaden begeben.
So, hier mal schön lecker Karöttchen rein. Da müssten wir eigentlich im Dunkeln hier sehen, wie sonst irgendwas. Ui. Creepy. Juhu. Komm her. Ich treff dich nicht. Creeper. Meine Güte. Genauso dumm, wie du ausschaust. Ja, apropos dumm, wie man ausschaut. Ich würde jetzt gern wieder nach Hause gehen. So. Kack auf die Spalte. So, nichts wie zurück. Nach oben, wir haben jetzt genug Material, um uns den Kompass zu bauen. Dann bauen wir jetzt noch den Atlas gar fertig. Dann zeige ich euch den und zeige auch, wie ich das meine mit den verschiedenen Außenposten, mit dem Proxy-Team rund um uns herum. Ui, der Vater. Was ist denn hier los? GEZ wieder unterwegs oder was? Lass den aber in Ruhe, der kann doch gar nicht mehr Fernsehen gucken, der hört doch auch nichts mehr hier, Jungs. Mann, 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 entspannt euch mal. So. Da, guck mal deine Blumen wieder. Ja, ne, ist alles wieder gut. Die bösen GZ-Leute sind weg. Alle weg. Obwohl, die heißen jetzt halt irgendwie Rundfunkbeitragsservice. Es ist ein Service, das man zahlen darf. Um den ganzen Kack sich gar nicht anschaut. Anderes Thema. So, wir haben Redstone. Wir haben Eisen. Wir haben noch eine ganze Menge mehr Eisen. Wir haben eine Kohle. Wow. Haben wir noch ein bisschen mehr. Dann bauen wir uns jetzt nämlich hier in aller Ruhe den knusprigen... Ist das Eisen da? Den knusprigen Kompass zusammen. Wir stretchen den mit einem Buch. Andy? Party ist erst morgen, Junge, du bist zu früh dran. Und haben ein MT Antique Atlas. Was ich bei dem Atlas so toll finde. Ich werde jetzt mal das Zentrum des Atlases oben auf unser Feld legen und auf unseren kleinen Außenposten hier. So. Hier. Genau hier möchte ich den Atlas gesetzt haben. Rechtsklick. Jetzt seht ihr, der hat eine Nummer bekommen und ist aktiv. Wenn ich jetzt nochmal rechtsklicke, seht ihr das? Ich habe hier einen, wie in einem uralten Zelda oder sowas, aufgebauten, schönen Überblick über die Welt. Und es ist einfach echt nice. So, Add Marker. Einfach irgendwo hinsetzen. Dann könnt ihr hier irgendeinen Punkt auswählen. Ich nehme jetzt mal diesen hier und sage, das hier ist... Wie nehme ich den? Zentrum des Seins. Des unseren Seins. Dann. So, jetzt habt ihr hier dieses Zentrum des Seins. Und wenn wir jetzt halt irgendwo hingehen... Was ich noch nicht weiß, ist, ob ich den dafür in der Hand haben muss oder nicht. Bei der Map musst du ja angucken, damit die mitmalt. Ach, warte mal, Auto-Follow und so weiter kann man ja auch noch anstellen. Was, ich will kein PNG speichern. Abbrechen. Wo war denn das? Delete-Marker? Nö. Hide-Markers? Nö. Waren denn hier die Settings? Ah, Follow-Player? Gaiden-Blocks. Hier ist doch Käse hier. Wo ist denn jetzt? Man konnte dann noch einen anderen Schalter nehmen. Den ich so verstand, dass das dann den automatischen, die automatische Aufzeichnung an- oder ausschaltet. Ich bin mir da aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ein Röschenbusch. So, wir gehen jetzt mal darüber. Was auch ganz witzig ist. Ich weiß nicht, ob das in der Version jetzt auch schon gefixt wurde, wie zum Beispiel dieser komische Knopf, der jetzt auch weg ist. Das Ursprungsbiom des Vanilla Minecraft dahingezimmert hätte, wird angezeigt. Und nicht dieses fette Baumbiom, was dann Biome so Plenty draus gemacht hat. Das heißt, wenn wir hier nochmal in den antiken Atlas gucken, sehen wir, oh doch, haben die das vielleicht gefixt, aber das sieht hier so palmenmäßig aus. Könnte es sein, na, das sieht nach dem Dschungel aus. Und der, also ursprünglich hat Minecraft gemeint, der mal Dschungel. Dann kommt bei Umso Plenty und sagt, nee, wir machen diese Furwoods rein. Mal lecker.
und da sind immer die Frames ganz weit weg. Oh, eine wilde Karotte. Nein. Kann ich dich? Nee. Kann ich nur so. So, die wilde Karotte nehmen wir mal mit. Leck bloß weg von diesem komischen Furwort-Ding. Meine Frames sind da nämlich gerade irgendwie Zelten. Die sind gerade alle nicht da, wo sie hingehören. So, also, was jetzt dann die nächsten Steps sind, was jetzt allerdings echt ein Problem ist, ist an Jute oder an Leder zu kommen für einen Backpack, ist, dass wir uns diesen Atlas hier schnappen, gehen in eine gewisse Richtung, Norden zum Beispiel. Das sind eine Tagesreise entfernt und wenn wir dann unseren Proxy, unseren Außenposten dahinstellen, machen wir da ebenfalls so einen kleinen Marker hin. Und wenn wir dann irgendwann mal wieder unterwegs sind, auf Wanderschaft sind, irgendwas Tolles suchen, weil hier gibt es auch echt coole, zufällig generierte Sachen. Na gut, es ist alles zufällig generiert, aber ich meine jetzt irgendwelche Points of Interest. Dann können wir da dann einfach gucken, wo ist denn die nächste Möglichkeit, sich mal aufs Öhrchen zu hauen. Und Ignite, also dieses komische Zeug da. Und haben dadurch immer einen sicheren Hafen, egal wo wir sind. Und so bauen wir uns dann so ein richtiges, schönes Netzwerk aus Außenposten und Proxys auf. Was ich noch nicht weiß, ist, wie ich an die ganze Wolle komme. Ob ich da zum Beispiel aus Baumwolle das Ganze kreieren kann. So, was wäre das hier eigentlich gewesen? Player. Scheinen die aber wirklich doch, das ist wohl ein bisschen geändert. Also er checkt schon ein bisschen mehr, was jetzt wirklich da ist und nicht, was Minecraft gesagt hat, was das sein sollte. Was bei Umso Plenty dann noch umgedreht hat. Oh, wilde Karotte. Ja. Gut, so der Plan, weil damit kommen wir dann immer von A nach B und haben die Möglichkeiten, uns dann einfach mal schnell aufs Öhrchen zu hauen und dann weiter zu reisen. Ist dann beim allerersten Mal, wenn man vorbeikommt, etwas aufwendiger, aber später ist es sehr, sehr praktisch, weil man dann dieses Netzwerk nutzen kann. Wenn der Aufbau erledigt ist, ist es toll. So, jetzt möchte ich wieder nach Hause und wir haben 22 Minuten schon wieder auf der Uhr. Hey, ich sag euch. Aber es ist halt einfach, ich weiß auch nicht, das macht Spaß, das ist schön, das. Da habe ich gerade echt Bock drauf. Und ich finde den Look davon einfach, das ist herrlich, das gefällt mir so gut. Das ist wirklich schön. Man könnte auch so ein bisschen die Gebiete benennen und so. Oder können wir doch mal gucken, ob wir das machen wollen für spezielle Gebiete. Ja. Aber das halt ist ja gar nicht mein Haus. Entschuldigung, entschuldigen Sie. Da ist keine Nummer und kein Name und kein nix. So, da bin ich daheim. Ja, wem auch immer ich das Haus damals geklaut habe. So, Freunde, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen gar wunderschönen Tag. Und wir sehen uns bei Gelegenheit wieder. Die Gelegenheit ist, wenn ich ein Video hochlade und ihr die Zeit habt, es anzugucken. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.